Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei in der kenianischen Hauptstadt Nairobi am Donnerstag. Die Polizisten setzen Tränengas und Wasserwerfer ein, um den Demonstranten den Weg zu den Parlamentsgebäuden zu versperren. Ähnliche Proteste gab es auch in anderen größeren Städten des Landes. Die Wut der Menschen hier richtet sich gegen ein umstrittenes Finanzgesetz der Regierung. Darin sind neue Steuern auf Dinge wie Autobesitz, Brot, Speiseöl und Finanztransaktionen vorgesehen. Damit würden die Kenianer noch stärker unter den ohnehin schon hohen Lebenshaltungskosten leiden. Wir leugnen nicht, dass es Dinge gibt, die im Finanzgesetz geändert wurden, aber so wie ich es verstanden habe, wurde nur von einer Steuer zur anderen gewechselt. Wie kann man heute einen Krebspatienten besteuern? Wie kann man einen Diabetespatienten überhaupt besteuern? Sind sie wirklich so unmenschlich? Wie kann man ein Mädchen aus den ländlichen Gebieten besteuern, das sich nicht einmal eine Binde leisten kann? Mit dem Gesetz will die Regierung zusätzliche Steuern in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar einnehmen, um das große Haushaltsdefizit zu verringern. Im vergangenen Jahr hatte sie eine Wohnungssteuer eingeführt und die Beiträge zum nationalen Gesundheitssystem erhöht, was ebenfalls Proteste auslöste. Ein parlamentarisches Gremium hatte die Regierung aufgefordert, einige der im Gesetzentwurf vorgesehenen neuen Abgaben zu streichen. Zu den Gegnern der jüngsten Steuererhöhungen gehören auch Wirtschaftsvertreter, die fürchten, dass die Konjunktur abgewürgt werden könnte.